einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Temo-Video. Wir sind gerade dabei, die ganzen Autosachen zu machen, die ich erholt hatte. Drei haben wir schon gemacht. Die Matte für die Mittelkonsole, was das Leder schonen soll. Die Sonnenbrillenhalter für die Sonnenblinde. Und jetzt wollen wir das Figürle machen. Ich habe gedacht, das ist eine 3D-Figur, aber es ist wirklich nur... Ach, und dann halt nur mit so... Naja, okay. Ach, die Seite ist gar nicht bedruckt. Die ist einfach durchsichtig. Kein Gummiband, ein normales. Na, das werde ich mal nicht festmachen. Da weiß ich noch nicht, wie ich es mache, ob ich es dann halt großzügig mache, dass es halt weiter runter baumelt oder dann halt dementsprechend zumache, dass es halt wirklich wartet, also dass es runter baumelt, also wenn das hier Spiegel ist, runter baumelt oder dass es halt ziemlich nah unterm Spiegel hängt. Ich muss halt gucken, wie weit und so, dass ich dann halt auch beim Rausgucken aufs Fenster was sehe. Nicht, dass die Bullen was meckern. Das ist einfach eine normale goldene Plastikschnur, die sich auch schon aufdröselt. Silber hätte mir besser gefallen. Ich hoffe, die hält auch was aus. Ich habe gedacht, vielleicht so eine Metallkette, vielleicht so kennt ihr die von den Armeemarken, diese runden Kugeln, da sowas vielleicht, dass man sich das anpassen kann, aber... Ja, war auch preisgünstig, war sehr preisgünstig. Ja. Also das Band ist jetzt natürlich, gut, es ist lang genug, aber naja, Band halt. Ja. Der Druck sieht gut aus auf dem Plastik. Schön ist, dass man halt hier auch durchgucken kann. Wäre schön, wenn er auf der Seite auch bedruckt gewesen wäre. Aber hier scheint ja dann die Sonne rauf. Würde ja sowieso ausbleichen. Ja, das fässt sich auch cool an. So ein bisschen 3D-mäßig so. Aber wäre schöner gewesen, wenn das eine richtige 3D-Figur gewesen wäre. Muss ich mal gucken, ob sowas... Ey, die haben Grut, alles Mögliche. Ja, und Kühe und was weiß ich, was irgendwas schaukelnet und sowas alles. Also den in 3D-mäßig, das wird ja auch möglich sein, denke ich mal. Und dann halt nicht so als Platte, sondern als 3D-mäßig. Aber für einen Euro noch was, kann man den mal mit in den Einkaufswagen packen, würde ich sagen. Also so schlecht sieht der nicht aus. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, 3D-Figur, so eine kleine. Aber auch schön, weil mein Smiley, was ich dran habe, was mal geduftet hat, das duftet nicht mehr. Das ist auch schon nicht mehr Smiley. Das ist eher nur noch ein graues Pappteil. Ja. Und dafür passt das eigentlich ganz gut. Habe ich jetzt hier wieder etwas Schönes, was ich dann ranmachen kann. Totenkopf. Aber wie gesagt, dann passt das. So, dann soll es auch dazu gewesen sein. Kurzes, knappes Video zu dem kleinen Plasteranhänger für den Spiegel im Auto. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Also den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die gibt es auch noch in verschiedenen anderen Styles. Kann man dann aussuchen, welchen Style man haben will. 1 Euro, ein paar Zerquetsche kostet das Ding. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.